es ist super schön, wie der englische Empfang war. Schon lange in Zeit her, dass ich das letzte Mal da war. Es gibt viele Probleme hier, aber die Leute sind einfach so aufgestellt. Das ist wirklich schön. Also ein Wasserprojekt ist einfach essentiell in einem Land, wo es trocken ist. Also ein super Wasser zu haben, ist wichtig für die Hygiene und auch die Gesundheit von allen Leuten. Und nur so kann sich eigentlich das Land entwickeln. Comment c'était avant? Avant, là, vraiment, on vivait de l'eau sale. Il y avait, c'était un puits ouvert et les gens jetaient de n'importe quoi, les cailloux, les chemises, tout ça, les saletés. Maintenant, comme. Das Gespräch mit dem Dari, dem Brunnenreparateur, war ganz interessant und er hat mir zeigen, dass die Brunnen regelmässig gewartet werden und das Helvetas grossen Wert auflegt, dass die Brunnen immer einsatzbereit sind, aber gewartet werden und mit etwas kaputt geht, dass sie repariert werden. Also, es ist extrem, wie viel Arbeit, dass die in meinem Alter haben, zum Beispiel zu pumpen, das Wasser mit heimzutragen, zu kochen. Und die sind alle in meinem Alter. Ja, ich wollte meinen Kindern Benin zeigen. Und zwar nicht nur die schönen Tiere, die es im Nationalpark Mandschari gibt, sondern auch, wie das Leben ist in den Dörfern. Dass eben das Wasser nicht unbedingt von einem Wasserhahn rausfließt, sondern dass man auch etwas machen muss, dass man das Wasser bekommt. Pumpen oder das Wasser hochziehen. Und dass sie es dementsprechend vielleicht mehr würdigen oder einfach es geniessen, wenn sie es haben.